bin Pfeik. Das ist Risen 3. Juhu, und das ist Bones. Aber das ist egal. Wir machen jetzt die Quest weiter. Hey, was willst du? Und du bist? Ich bin Horas, Wächter im Auftrag der Magier. Das ist gut. Zurzeit verstecke ich mich vor der Inquisition. Schönes Versteck hast du hier. Der Kommandant will mich tot sehen. Warum? Offiziell, weil ich ihm etwas geklaut haben soll. Und? Hast du? Klar hab ich. Hier, diesen Monolithenstein, direkt aus die Fuegos Büro. Deshalb bin ich ja hergekommen. Ja, Hammer. Aber das ist nicht die ganze Wahrheit. Sondern? Kommandant Sebastiano will die Koordinaten von Taranis. Taranis? Okay. Was glaubst du, hat die Inquisition vor? Nun, die Soldaten hier wollen sich bestimmt nicht mit uns Wächtern verbünden. Sie planen einen Angriff gegen die Magier? Selbst wenn sie unsere Insel finden, mit ihren Musketen haben sie keine Chance gegen die Kristallmagie. Allein, dass sie es versuchen könnten, ist beunruhigend. Genau deshalb muss ich zurück nach Taranis. Ich helfe dir, mein Freund, und dann bringst du mir Magie bei, okay? Wie kann ich dir helfen? Ich muss so schnell wie möglich weg von hier. Ich muss meine Beute nach Taranis bringen. Die du hier gestohlen hast. Und wenn schon, die Magier müssen erfahren, was hier los ist. Okay. Gut. Ich nehme dich mit. Mein Kahn liegt in einer kleinen Bucht in der Nähe der Mangroven. Die Mangroven? Da habe ich mich ein paar Tage lang versteckt. Das finde ich schon. Ach ja, und noch was. Lol. Danke. Schön. Es scheint ja gar nicht so schlecht zu sein. Ich glaube, das ist ein guter Plan, den ich hier mache. Schnaps der Magie. Mhm. Kann ich nicht öffnen, okay. Gut. Kann man zurück aufs Schiff porten? Zurück, ach ja, hier, okay. Mal gucken. Was denkst du über diesen Ort? Ja, die Inquisition. Die hat auch schon bessere Tage gesehen, denke ich. Komisch, dass sie jedes Mal auf die Nase fallen, wenn es um die Wurst geht. Als laste ein Fluch auf ihnen oder sowas. Tja, vielleicht sollten sie ihre steifen und angestaubten Ideale nochmal überdenken. Na gut. Tagarigua, Insel der Diebe, Krabbenküste, Taranis hier. Was sind das eigentlich für Symbole? Ist das irgendwie das Zeichen dafür, für welchen Clan quasi das ist? Das sieht so aus wie Dämon. Das ist Voodoo. Das ist Wächter. Dann ist das diese Inquisitionsboys. Piraten? Genau. Und das ist die Krabben. Ja, okay. Ab nach Taranis. Das können wir wieder abbrechen. Dieses Laden. Wächter an Bord. Hier war ich noch nicht. Das gab es in Risen 2 noch nicht. So, wir sind auf Taranis. Was wirst du jetzt tun? Der Magier Erasmus schickte mich nach Takarigua, um ihm den Monolithenstein von dort zu besorgen. Er braucht das Ding für sein Experiment. Er nennt es Reaktor. Mhm. Wenn ich bei Erasmus aufkreuze, muss ich mich wieder für jeden Mist rechtfertigen. Komm, gib mir den Stein. Ich mach das für dich. Ehrlich? Danke, Mann. Dafür hast du ein Gut bei mir. Hier hast du den Stein. Bring ihn zu Erasmus. Er wird sich darüber freuen. Okay. Was hast du jetzt vor? Ich bin froh, dass ich Teil deiner Crew bin. Echt, bist du das schon? Doch um ehrlich zu sein, müsste ich mich eigentlich bei Faruko melden. Er sagte mir, dass ich zu ihm kommen soll, wenn ich von Takarigua wieder da bin. Wo ist dieser Magier Faruko? Ich schätze, er ist irgendwo in der großen Halle im Magierlager. Da ist er meistens. Wo ist das Problem? Dann melde dich doch bei Faruko. Ja, dann darf ich mir wieder seine Standpauke anhören. Oh, Junge. Verantwortung und Konsequenzen bei Nichtbeachtung der Anweisungen der Magier und so ein Zeug. Okay, ich habe ein wenig länger gebraucht auf Takarigo als geplant. Aber es war auch eine verdammt harte Nuss.
Ja, das kann ich bestätigen. Klar, du warst ja auch dabei. Ich finde, die Magier dürfen ruhig etwas dankbarer sein. Immerhin riskieren wir Kopf und Kragen für sie. Ich werde die Magier von innen neu wieder aufbauen und dann wird das nämlich besser. Wie wär's, wenn ich mal mit Faruko spreche? Puh, du hast mir eigentlich schon genug geholfen. Ich weiß nicht, ob ich das auch noch von dir verlangen kann. Ich werde es überleben. Na schön, danke. Ich werde mich revanchieren. Bringen wir mal Magie. Erzähl ihm aber bloß nicht, dass ich auf Takarigua gestohlen habe. Er hat sowieso schon... Naja, du wirst es ja sehen, wenn du mit ihm sprichst. Soll ich ihn trotzdem mitnehmen? Komm mit. Ja. Gnome als Hafenarbeiter. Von der Idee habe ich noch nie etwas gehalten. Echt? Wieso? Da verschwinden doch mehr Waren als ankommen. So ist das korrekt. Wen haben wir denn hier? Marburg. Fracht? Was? Bist du nicht mit dem Boot da angekommen? Was für eine Fracht habt ihr dabei? Nur uns selbst. Ach so, dann seid ihr gar nicht hier, um neue Waren für das Magierlager zu liefern. Richtig. Nein. Ihr Magier habt ein Lager errichtet? Aber ja, es ist das Herz dieser Insel. Wenn du ins Magierlager möchtest, gehst du am besten zu Baker. Baker. Du findest ihn rechts vom Lagerhaus, die Anhöhe hinauf. Lass dich von ihm hinbringen. Ohne Führung kann es hier sehr gefährlich werden. Den Wald und den großen See solltest du vorerst meiden, wenn du nicht als Wasserechsenfutter enden willst. Alles klar. Oh, weia. Diesen großen See, meint er das da? Oh, juju, ist das alles viel. Was haben wir denn da hinten? Gardi. Hallo, Kleiner. Klein? Gardi ist nicht klein. Der durchschnittliche Gnom ist 3,5 Fuß groß. Gardi ist 3,75 Fuß groß. 3,75? Du bist wohl ein ganz Schlauer. Oh ja, Gardi hilft Meister Rumold manchmal beim Zählen. Hast du Lust auf ein Spiel? Warum nicht? Warum nicht? Famo, dann hör Gardi mal gut zu. Wenn Rumold einen Rum trinkt, wie viel Rum hat er dann wenigstens noch übrig? Hä? Weil ich weiß ja nicht, wie viel er hat. Wenn Rumold einen Rum trinkt, wie viel Rum hat er dann? Keinen? Doch, Homie. Er trägt ja einen im Namen. Rumold. Homie, verstehen? Ja. Immer im Zählen üben. Gut für Kopf und Goldbeutel. Ja, toll, ey. Kannst du mir was beibringen? Ja, gut. Auch wenn Gardi kein guter Tief, Gardi kann dir trotzdem beibringen, wie man Dingi stiehlt. Gno sind von Natur aus gute Tief. Aber du solltest aufpassen, wenn du klaust von Menschen. Unter Gno ist es eine Ehre, nicht erwischt zu werden. Aber Menschen mögen das gar nicht. Aber das sollte dich nicht aufhalten, Homie. Bring mir was bei. Was möchte Homie? Okay, offen drehen. Ah, hier. Dafür braucht man Einfluss. Na gut. Kann ich eh alles gerade nicht lernen. Handelst du auch mit? Dreh. Bring. Nein. Handeln. Was hat denn der so? Das ist gar nicht so schlecht eigentlich. Ich weiß nur gerade gar nicht, was ich hab. Ich glaube, ich hab ne Stoff. Ach ne, der steht da sogar minus. Lederhemd plus 3. Na gut. 2x3 mal 4. Nein, 6. Ach, gar nicht fast verrechnet. Gott, diese scheiß Quest da mit diesen Zählen. Oh, das ist ja so ein Scherzding. Wo muss ich denn jetzt hin?
Ich gehe hier außerhalb der Stadt. Das ist ja falsch. Nee, nee. Renn, mein Lieber, renn. Safi. Rum? Was ist los? Safi will einen Rum. Hast du was? Fresse. Klar, hier hast du was. Tantan, Homie. Safi mag Getränk, was macht Gaga? Na super. Jetzt fangen schon die Gnome an zu saufen. Wenn Zeit reif, Safi wird machen stärkstes Getränk von allen. Läuft bei dir. Kannst du mir etwas über das... Safi kann... Oh, nee, 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 nee. Was denkst du über die Magier? Magier, komisch. Kein Interesse an Gaga-Getränke. Gaga-Getränke. Wollen nur Glitzersteine aus Berg. Piraten besser. Und besoffener. Ein Gnom, der rumsäuft? Was man nicht im Kopf hat, hat man noch nicht ausgetrunken. Ich glaube, ich kann dir nicht ganz folgen. Vielleicht sollte ich für eine Zeit das Saufen an den Nagel hängen. Homi will lieber Wasser? Nein, nein. Rum ist schon okay. Die sind so durch. Was kannst du mir beibringen? Frag, Homi. Magst du denn kein Gold und keine Edelsteine? Doch, doch. Aber flüssiges Gold bringt mehr Freude. Rum ist für dich flüssiges Gold? Jip, jip. Hat Zauberkräfte. Homies sagen, Rum macht hässliche Menschen schön. Naja, aber nur bis du neben ihnen aufwachst. Was? Vergiss es. Was kannst du... Ah, nee, 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 nee. Hab ich mir schon zu bieten. Ja, das kann man mal fragen. Ja, tschüss. Der ist mit... Ja, ja. Was haben wir denn hier? Gabeln? Taranis Band 1. Also, nehmen wir alles mit. Nein, setz dich doch nicht. Okay, der will sich nur hinsetzen. Ach ne, hier haben wir noch ein Messer. Gut. Bett. Kristallfackel. Ach so, okay. Und Teleporterstein. Wer ist das hier? Rumold. Ach, Rumold. 25 Pakete Wurst, 35 Laibe Käse, 200 Buddeln Branntwein. Buddeln. 8 gepökelte Warzenschwä... Wer? Wie? Was ist? Netter Hafen. Für wen ist der ganze Krempel hier? Krempel? Das ist allerbeste Ware aus den entferntesten Winkeln. Weißt du überhaupt, was für einen logistischen Aufwand es mit sich bringt, das ganze Zeug zu beschaffen? Eine sichere Handelsroute, fähige und seetüchtige Kerle, zuverlässige Lieferer... Für wen das ist, wollte ich wissen. Oh, ach so. Für die Magier natürlich. Aha. Verkaufst du auch was von dem Zeug? Nur wenn du zahlen kannst. Und wenn deine Taschen leer sind, lass dir... Okay, komm. Gut. Denn ich kann genau zwei Dinge nicht leiden. Ratten zwischen meinen Waren und verlaustes Diebespack. Hast du ein Problem mit Dieben? Ja, zum Geier. Und das schmeckt mir gar nicht. Weißt du, wer dich beklaut? Bestimmt sind's die Gnome gewesen. Sie waren es mit Sicherheit. Ich will sie nicht zusammenscheißen, bevor ich nicht Gewissheit habe. Jemand müsste sich nachts zwischen den Kisten auf die Lauer legen. Dann würde man diesen kleinen Stinkern schon auf die Schliche kommen. Was habe ich davon, wenn ich dir helfe? Wenn du es wirklich ernst meinst, dann findet sich da schon was. Geht's nicht etwas genauer? Auf verrostete Suppenkellen stehe ich nicht. Ach, lass dich überraschen. Ich werde schon was springen lassen. Ich finde raus, wer dich beklaut. Sehr gut. Ich binde derweil ein paar Galgenstricke für ein paar Gnomenhälse. Nun wart's erst mal ab. Ja, ja. Denk lieber daran, wenn du dich da bei den Kistenstapeln auf die Lauer legen willst, dann musst du das nachts tun.
Wenn's dir hilft, hau dich einfach in ein Bett und schlaf einfach. Ja, ja, ich bin nicht neu. Von welchen Kisten sprichst du? In der Nähe unseres Hafenkais findest du eine Ansammlung von Kisten und Fässern. Geh einfach vom Lagerhaus die Treppe runter und halte dich rechts. Dann siehst du den Stapel schon. Okay, darf ich hier rein? Sieh zu, dass du Land gewinnst. Ja, machen wir das erstmal. Schatzkarte. Ja, wenn wir schon mal hier sind, ne? Jetzt setz dich doch da nicht hin. Truthähne. Alles Erfahrung, die man braucht. So. Dann gehen wir jetzt schlafen. Hier war ja ein Bett. Jetzt kommt wieder eine... Ach, nee. Horas? Geil, Seelenstoff. Was? Ach, mein Schädel. Schon wieder ein Albtraum? Es wird immer schlimmer. Ich kann das Schattenreich förmlich riechen. Wieso kriege ich denn minus 1? Wie unfair das ist, ey. Na gut, es ist nachts. Meinen die nicht hier den Stapel? Such dir wen anders zum Reden. Kann ich mich überhaupt auf die Lauer legen? Wen haben wir hier? Romald glaubt, ihr Gnome würdet ihn bestehlen. Romald ist großer Dickkopf. Du denkst also, er hat Unrecht? Ganz gewiss. Homies am Hafen sind unsere Kumpo, unsere Freunde. Hafendiebe bringen Gardis Rechnung durcheinander. Gnome würden Gardi das nicht antun. Ich glaube auch nicht, dass die es sind. Die klauen zwar immer sehr gerne. Nein, cool. Ich verstehe nicht ganz, wo der Haufen sein soll. Romald bei Safi nie was gestohlen. Okay, die bestreiten es beide. Ich habe keine Ahnung, wo ich mich hier auf die Lauer legen soll. Deswegen öffnen wir einfach mal die Quest. Taranis. Hafendiebe hier. So. Ja, wieder oben der Blitz eingeschlagen ist. Ach, die meinen direkt das? Ach so. So, wer ist es? Ja, was ist denn das? Oh Gott. Kobolde, ey. Also keiner von hier. Hilfe. Ich bin viel zu schwach. Aber... Boah, macht der... Der Kumpel hier macht richtig viel Schaden. Heftig. Sechster magischer Kristall. Okay. Dann reden wir mal mit dem Boy. Und sagen ihm mal, was Sache ist. Ach, jetzt ist er gar nicht da, ne? So. Geh mal weg.
Hallo? Da war doch was. Junge. Mach, dass du wegkommst! Ich war... Du gehst jetzt, oder es gibt Ärger! Sieh zu, dass du Land gewinnst! Boah, der hatte Magiehand, ey. Möchte ich auch. Wieso sagt die Quest, ich soll nach da? Hier gibt es nichts mehr. Hab ich doch schon. Nein, nein, nein! Oh, nee! Das ist doch unglaublich. Mann, er will mich trollen. Alles klar. Jetzt komm, ja, jetzt ist er draußen. Deine Diebe waren Kobolde. Oh, dann habe ich die Gnome wohl zu Unrecht beschuldigt, ja. Was? Sieht ganz so aus. Ich mach's wieder gut, indem ich ihnen weniger in den Arsch trete. Naja, mach wie du meinst. Was ist jetzt mit meiner Belohnung? Nun, dann such dir mal was aus. Ein Sack voller Gold oder eine Überraschungskiste. Grundsätzlich kann man Gold immer genug kriegen, deswegen die Kiste. Ja, mit der Kiste. Das lob ich mir. So eine Überraschung ist doch eh viel schöner als lumpiges Gold. Da hast du. Na, Wette ist Schrott. Wetten, das ist Schrott. Überraschungskiste, kann man die hier bei allem? Geht doch. 20 Gold, magische Kristalle. Ich weiß nicht, für was das gut ist. Aber nehmen wir mit. Besser als Gold. Okay, jetzt bin ich aber immer noch nicht wirklich da gewesen, wo ich hin möchte. Ah, hier. Mal gucken. Wen haben wir denn hier? Sieh an, ah, Baker. Ein Neuankömmling. Du willst bestimmt zum Lager der Magier. Oh. Ja. Eigentlich will ich die ganze Insel erkunden. Dann fängst du am besten bei den Magiern an. Ich kann dich hinbringen. Hab eh noch ein paar Sachen dort zu erledigen. Du kannst dich natürlich auch alleine durchschlagen. Nee, nee, ich nehm dich mit. Kannst du mir etwas bei... Klar. Was nicht kann... mal... Von irgendwas muss ich ja auch leben. Warte mal. Was mö... Krallen nehmen lernen. Ja, das ist immer gut. Das lerne ich, glaube ich. Zeig mir, wie... Okay. Silberzunge lernen. List 15 habe ich, kann ich eh noch nicht lernen. Was hast du auf Taranis zu schaffen? Ich bin Wächter und kümmere mich um Neuankömmlinge. In diesen Zeiten braucht jeder ein wenig Führung und ich weise ihnen den Weg. Du rekrutierst also neue Leute? Hier sind auch andere Gemeinschaften willkommen. Solange sie den Magiern Respekt erweisen und nicht zur Inquisition gehören. Aber wenn du Interesse hast, Kadett zu werden, wir können immer eine starke Hand gebrauchen. Ja. Wie werde ich Wächter? Am besten du redest mit General Magnus. Du wirst dich aber erst nützlich machen müssen, bevor er in Erwägung zieht, dich aufzunehmen. Also frag ihn am besten nach Arbeit. Die Wächter sind ja Magier, ne? Was habt ihr gegen die Inquisition? Sie haben den falschen Weg eingeschlagen. Versteh mich nicht falsch. Ihre Motive sind gut. Früher gehörte ich auch einmal zu ihnen. Aber sie haben den Magiern den Rücken gekehrt und das ist ein großer Fehler. Was die Inquisition angeht, ist der Weg zur Hölle gepflastert mit guten Absichten. Hm. Also wir waren ja im Teil 2, waren wir ja bei der Inquisition. Also wir haben uns ja für die entschieden quasi. Aber jetzt haben wir ja irgendwie ein bisschen mehr Auswahl. Und ich werde ja den Magierweg gehen und zu den Wächtern gehen. Ich denke mal, die Wächter sind ja Magier. Erstmal gucken, komme ich hier rein? Der lässt mich, ne? Okay. Kristallfackel. Ja, gut. Lol. Das war so nicht meine Absicht. Seekarte. Hier ist doch ein Haus. Ach nee, das ist das Lagerhaus. Ja, genau. Gut, dann bring mich zu den Magiern. Bring mich zu den Magiern. Na, dann komm mal mit. Alles klar.
Kommt er auch noch mit? Ja. Überall auf Taranis wachsen Schön. Kristalle. Magische Kristalle. Die setzen wir in die Artefakte ein und wirken damit mächtige Zaubersprüche. Okay. Bleib schön an meinem Heck, wo wir gerade hier sind. Vielleicht finden wir in der Höhle noch ein paar Kristalle. Ist sie denn sicher? Ich war zwar schon mal drin, aber du weißt ja, wie das mit Viechern ist. Manchmal kommen sie wieder. Du kennst dich aus. Also, riskieren wir einen Blick? Klar, wieso nicht? Klar, durchsuchen wir die Höhle. Da höre ich doch schon die Monster. Auf geht's. Also, wenn die Kristalle gut für Magier sind und ich Magier werden will, dann ist das ja gar nicht so. Lo, was ist denn das? Hallo, Hilfe? Oh Gott, oh Gott. Vier von denen. Mach den fertig. Hier! Die stunnen den. Rooten den, dass der nicht weiterlaufen kann. Und ich klopp drauf. Mit meinem unglaublich meisterhaften Schaden. Okay, weiter geht's. Ich loote die so lange. Oh. Ich loote so lange die magischen Kristalle. Geil, es fühlt sich irgendwie cool an, die Kristalle zu einzusammeln und zu benutzen. Oh Gott, oh Gott. Scheißviecher! Mann, ich will doch den... Schön, das war's. Ich bin fertig hier. Gehen wir weiter. Echt? Alles klar. Überhaupt am Arsch sind wir fertig. Wie geht's noch weiter? Wie viel? 80. Er läuft. Moskitos. Gut, ein bisschen magische Kristalle gefarmt. Folge mir einfach. Jo. Macht Bock, muss ich schon sagen. Jetzt, wo ich einen Plan habe, so halbwegs. Mitte, links. Es gibt zwei Wege zum Lager. Oh. Der Weg oben durch die Höhle ist kürzer. Aber man sieht nicht so viel von der Insel. Der Weg unten durch das Tal ist etwas länger. Die Entscheidung überlasse ich dir. Also? Also ich denke mal, mit dem längeren Weg können mehr Gegner kommen und dann kann ich mehr Nutzen draus schlagen, dass der die alle für mich tötet. Lass uns den längeren Weg durch das Tal gehen. In Ordnung. Ich guck mir mal kurz, ach ja genau, hier, durch die Höhle, da. Und das ist, ja okay, ich sehe schon. Aber das ist ja nicht sehr viel länger. Folge mir! Ja. Vielleicht war die Höhle doch besser, weil da waren schon Gegner da. Ein schöner Ausblick, was? Ich bin nicht wegen dem Ausblick hier. Na, dann komm. Aufgepasst jetzt. Kann sein, dass hier auch noch besonders fiese Viecher rumlaufen. Ein bisschen kann man ja schon gucken. Scavenger. Die Viecher gibt es wirklich überall. Ich laufe jetzt hier mit zwei Wächtern rum, fällt mir gerade auf. Oh Gott. Nein, die können mich nicht heilen, oder? Doch. Oder kann man das nur mit Voodoo-Magie machen? Hätte ich dir vorher sagen können. Nein. Wo war der denn? War doch einer zum Looten.
Ich reiß mir die Eier ab, ey. Folge mir einfach! Bleib schön an meinem Heck! Die Viecher gibt es wirklich überall! Ja. Oh mein Gott, für was kriegt man denn hier Trophies, ey? Folge mir einfach. Ich will es gar nicht wissen. Oh, was ist denn das? Den loote ich. Jetzt müssen wir nur noch den Weg rauf. Gut, dann weiter. Warte, den pull ich. Du hast vergessen, wenn du bei den Magiern bist, schau dir unbedingt den Reaktor an. Ist ein echter Hingucker. Oh Gott. Jetzt müssen wir den aber auch angreifen, ne? Leute? Okay. Weil jetzt machen die die Arbeit. Aber ich krieg ja die Erfahrung, ne? So. Ein Rammer, ey. Oh Gott, nein. Ja, 200 kostenlos. Immer schön ausnutzen. So, dann würde ich mal sagen, hier so vor der Treppe ist ein schöner Ort. Sehen wir uns beim nächsten Mal. Es wird langsam spritzig frisch. Bis dann.